Das ist der Brother Sun, now the Father Motherfucker. Yo Leute, was geht ab? Elf am Start und herzlich willkommen zu meinem 500.000 Abonnenten Special. Ich habe heute mal was ganz Besonderes überlegt, und zwar machen wir die Extreme Smoothie Challenge zusammen mit meiner Freundin. Hi. Und du kannst ja dein übliches Hi raushauen. Hi. Wir machen es nämlich ganz einfach, wir kriegen hinter der Kamera von Timo Fragen gestellt. Sag mal hallo. Hallo. Und immer wenn wir was falsch beantworten, müssen wir einen Zettel ziehen. Wir haben hier so ein Schälchen mit ganz vielen Zetteln und ekelhaften Sachen drin. Ihr seht schon hier die ganzen Zutaten. Wir haben Sardinen, wir haben Curry King, Sauerkraut, alles am Start, Wurstwasser. Du freust dich schon richtig, ne? Aber wie? Wurstwasser. Und ja, falls ihr euch jetzt fragt, wir machen es halt jetzt erstmal so, wir tun alle Zutaten erstmal in unsere Tellerchen rein und gleich ballern wir die in den Mixer und müssen dann am Ende süffeln. Ich habe schon richtig Durst, muss ich echt sagen, also ich trinke sowas wirklich gerne, ja. Aber ich würde mal sagen, wir labern euch jetzt morgen fein direkt an und viel Spaß. Die erste Frage fängt gleich an, was ist die chemische Zusammensetzung von Meth? Willst du mich verarschen? Ich hab Breaking Bad geguckt. Ich hab Breaking Bad. Es steht in jedem Intro. Warte. Es steht in jedem Intro. Wie läuft das jetzt hier eigentlich? Jetzt melden? Ja, dann melde ich mich einfach mal. Ja. Ich glaube C10. Ihr habt euch wieder abgesprochen. C10? H15N? Dann darf ich jetzt etwas für den Lukas aussuchen, oder wie? Nein, nein, nein. Ihr habt euch abgesprochen. Haben wir doch überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich weißt du die Formel, oder? Du kriegst ja gerade mal einen Backen, wie man Kakao macht. Okay, wir beide müssen jetzt einziehen. Dann gönn dir mal. Oh mein Gott! Ey, wenn ihr gleich noch so eine Aktion reißt, ich bin raus, ne? Ohne Witz. Sauerkraut! Ingwer! Ja! Nein! Nein! Da kommt dann wieder von Revi hoch, Alter. Einer reicht. Das ist ja eine. Jawohl. Du hast eben deine Worte waren, die werden auch schön klein gemacht. Aber Props geht raus, meine Freundin. Du kannst dir das gute Sauerkraut aber antun. Nur ein bisschen. Frisch aus Omas Küche. Ja, das ist gut für die Haut. Ja, das machen wir. Pass auf. Zweite Frage. Okay, was ist eine Gorgonin? Weißt du das echt nicht? Du weißt das nicht. Ich würde sagen, das ist ein... Du weißt das nicht! Ich weiß das nicht, aber ich schätze jetzt einfach. Ja, was schätzt du denn? Hat das was mit dem Volksstamm zu tun? Nein, das ist falsch. Weißt du gut? Ja. Eine Gorgonin ist eine Charaktergruppe bei Skyrim. Nein. Nein, fuck! Und du? Keine Ahnung. Okay, eine Gorgonin ist eine Frau mit Schlangen als Haaren, also eine Medusa. Ja, was ist das für eine Frage, Alter? Ganz normale Frage. Ja, am Arsch. So, jeder muss wieder ein. Oh, ich sehe schon. Was ist das? Würstchen Wasser. Och, nö. Ey, das ist abgesprochen. Das war 100% wie abgesprochen. Wie denn, wenn er das da rausgezogen hat? Mein Papa hat einen Joker und darf jetzt eine von uns eine zu. Also, Mia, braucht ja gar nicht mehr rum. Was hast du denn da? Also, warte, erstmal habe ich Würstchenwasser. So, ja, jetzt komm, sag mal, ich rein. Na, jetzt nehme ich. Nein, das bleibt erstmal da drin. So, wir machen das später in den Mixer. So, jetzt darfst du. Was hast du denn? Ich hab Kakao. Oh, ja, dann lass ich mehr in der Küche später. Nein, ich nicht. Papa, Mensch, such mir doch was aus. Nein. Ich glaube auch Sardinen oder ein. Eins von beiden. Nein, das Sardinen sind besser. Nein! Ja. Ja. Hey, ihr wisst genau, ich esse keinen Fisch. Ja. Lass das aber zu jetzt, ne? Die ist in der Dose, du voll Idiot. Das ist ja doch gar nichts, soll ich mal öffnen? Okay. Thema Biologie, was ist Chloroplast? Und die Frage ist von der Plast. Ja, Papa, Plast. Du kannst anfangen. Plast. Das ist irgendwas in der Zelle. Oder? Wow, ich weiß es, Mann. Warte. Ich muss noch überlegen, ihr dürft zuerst. Hey, warte, aber. Es gibt einen Zellkern, es gibt Chloroplasten auf jeden Fall, ne? Ja. Ja, Chloroplasten. Genau. Ja, das ist die Wand. Hallo. Das ist die Zellwand.
Nein, Zellwand ist Zellwand. Nee, das ist dein Papa Zellwand eingeloggt, stimmt das? Nee, schade, das war dann wohl, ne, junger Mann. Plast ist das, wo das Grüne drin ist, nicht wo das Grüne drin ist. Hoffentlich. Warte mal, das nehme ich. Das hab ich jetzt. Das nehme ich. Marmelade. Sag mal, der faked. Marmelade. Marmelade. Ich mach dir da Maggi rein, glaub mir. Hagen-Butten-Marmelade, ja, lecker. So, Senf, ja. Hä, hey, das ist gut. Ja, ist der gut. Was ist denn gut? Senf passt sehr gut zu Sardinen und Röstchenwasser. Zu Röstchenwasser auf jeden Fall. Ja, hör mal, Fräulein, du kannst genauso eins machen. Ja. Ananas. Alter, die hat nur Gutes. Ja, Sauerkraut. Okay, hau die nächste raus. Dritte Frage. Vor wie vielen Jahren wurde Jesus geboren? Ich weiß es. 2016 ja, Jahre. Das war ich hab gesagt, ich weiß es. Ja, aber jeder da hat die Chance zu antworten. Hä, hey, nein, wie doch schneller. Das war, bist du doof? Ja, das weiß ich auch. Ich wollte doof sein. War schneller. Nein. Da hast Alter, du in 100 Jahren nicht die Wurst. Ich, natürlich. Wer weiß es denn nicht? Ja, du. Du schaffst es. Vollpfosten. Alles vor Null heißt ja Blabla vor Christus. Ja. Ja, ich weiß es selber. Ja, und jetzt ziehst nee, du. Nee, ich muss keinen ziehen. Doch, muss ja ziehen. Schatz muss einziehen. Hallo, ich hab's genauso gewusst. Du musst auch ziehen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ferrero Rocher, schade. Doch, ja, ich muss rein. Ja, komm. Ich hatte keine Ei. Und was hast du? Sardine. Ja, geil, da teilen wir uns die. Nein. Doch, bitte. Die werden geteilt. Die letzte Frage lautet, nach welchem Physiker wurde eine Automarke benannt? Ich weiß es. Warte mal. Ich weiß es. Mir egal. Glaube ich. Wer? Der Mr. BMW, ne? Nein, Tesla? Das ist richtig. Lava! Tesla! Alter! Hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Nochmal mit Joghurt. Joghurt! Oh, das ist aber schade. Mandeln. Das ist sogar hier, ne? Product Placement. Naturjoghurt mit Mandeln. Also lecker. Da passt dann auch hier rein. War das du? Lies es vor. Lies es vor. Curry King! Ah, geil. Aber guck mal. Mein Papa, der ist 3 Zutaten. Das kann ja echt nicht angehen. Wir haben ja alle volle Töpfe, deswegen würde ich sagen, 2 ziehen. Wir dürfen jetzt jeder noch einen ziehen für den Papa. Zieh einen. Zucker. Warte mal. Warum hast du das rausgetan? Was? Ja, das Ei. Das nehme ich nämlich. Oh, was kriegt der Papa? Ein Ei. Mann, wir hätten damit gerechnet. Und Zucker. Lecker. So Leute, würde ich sagen, wir gehen jetzt rüber in die Küche und mixen uns unsere geilen Smoothies. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn jeder genießen darf. Bis gleich, Leute. Let's go! Der geht ja jetzt schon auf Toilette kurz. So Leute, jetzt ist mein geliebter Papi dran. Hast du schon mal? Die Ding, ey. Ja. So Leute. Wir haben uns ja gerade unsere Getränke gemixt. Ich denke mal, ihr habt es alle gesehen. Du brauchst mir den auch nicht hier hinschieben. Also ich werde ihn gleich live auf dem Klo trinken, weil ich zu 100.000% kotze. Man kann ja mal kurz pushen. Der Kameramann, warum hast du eine Tüte, Digga? Stinkt nämlich etwas nach Sardinen und Würstchenwasser. Aber ich würde mal sagen, die größte Pussy fängt an, Papa. Also, Kühltüte, wenn du kotzen musst, ich muss auch kotzen. Ich guck mal. Meine erklären, aber können wir nicht einfach ein normales Abo-Special machen wie jeder? So werbe.de oder irgend so eine Scheiße. Warum müssen wir so ein trinken, Mann? Boah! Spaß macht, also mir schon. Ich wette sogar heute aus unserem verehrten Publikum konnten die Leute vorher. Also ihre kleine Schwester war schon ganz kurz davor, Timo war auch schon minimal, oder du hast glaube ich schon, oder? Nee, ich hab nur gesprungen. Nee, auch nur gesprungen. Als ich Stichkotze gehört hab, also so. Ja, wenn man dich hört! Ja, also ich war. Also ich hab grad eine neue Tüte, warum? Also ich hab gepumpt und du kotzt. Hast du gekotzt?
Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon voll lange her. So. Dann würde ich sagen, lassen wir Ladies First und meiner Freundin den nächsten Schub. Deiner sieht aber samtig aus. So wirklich lecker. Nee, mein, unsere hat hier noch Stückchen. So, Papa, mach schon mal ein bisschen Platz. Ich werde gleich laufen. Und dann würde ich sagen, gönn dir. Mach die Tüte auf zum Kotzen schon mal. Denken, schlucken. Was so schlimm jetzt, ne? Was ist hier los? Was für ein gekotztes Video, ey. Ich hab echt gedacht, niveaulose als mein Sohn kann man den aufnehmen. Aber jetzt hat er wieder ein Ultimatum gestellt, was keiner mehr merken kann. Dann ab aufs Klo. Ja, ich bin jetzt an der Reihe. Du bist auch schon fleißig am Kotzen. Wie geht's? Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, warum ich so ein Kack-Special hau ab mit dem Glas, Alter. Auf jeden Fall vielen Dank an meinen Dad, dass er heute dabei gewesen ist. Was geht ab? Hi, sag mal. Auf jeden Fall auch nochmal Danke an meine Freundin, die heute auch tapfer dabei war, die ich auch die nächsten zwei Monate nicht mehr küssen werde. Und wir haben dich alle lieb. Haut rein, Leute. Ciao.